Kanto Holistic Touch ist eine spirituelle Heilkunst. Der Behandler lernt, mit verschiedenen Hilfsmitteln ein Netzwerk von energetischen Torpunkten heilsam zu behandeln. Diese Punkte sind über den gesamten physischen Körper verteilt und haben jeweils spezifische physiologische und psychologische Wirkungen. Beim heilsamen Arbeiten wird er zudem intuitiv von seinem höheren Bewusstsein und von dem spirituellen Meister Kantor geführt. CHT kann bei allen Themen heilsam eingesetzt werden. Ob bei körperlichen Leiden oder psychischen Problemen, ob zur Lösung von negativen Lebensumständen oder auch zur ganzheitlichen Bewusstseinserweiterung und zur Aktivierung von geistig-seelischen Fähigkeiten. CHT ist auch für Menschen, die vorher schon einiges ausprobiert haben, etwas ganz Besonderes. Es gab schon so einige Dinge, die mit mir gemacht wurden von Heilern, ich weiß nicht, wie man sie so nennen soll, aber Dinge, die wirklich auch Energie übertragen können. Aber das, was mit mir da passiert ist in der Form, hat mich sehr überrascht und ist jetzt schon, wenn ich so nach ein paar Stunden sagen darf, nachhaltig. Wer sich mit CHT behandeln lässt, erfährt eine ganzheitliche Befreiung auf liebevolle, aber direkte und konsequente Weise. Es fühlt sich oft an wie ein freies Schweben durch ein rein energetisches Universum. Manchmal kommt ein alter Schmerz nochmals hoch, um ihn bewusst loszulassen, doch meistens findet die ganzheitliche Befreiung sanft und friedlich statt. Ich habe also Gefühle gehabt, gar nicht mal so sehr Bilder, Gefühle gehabt, die hochkamen und die, als ich sie dann betrachtete, mir letztlich auch als Erleichterung erschienen. Kantor Holistic Touch ist eine fundierte Heilkunst, die von jedem Interessierten ohne Vorkenntnisse erlernbar ist. Jeder Mensch kann dadurch sich selbst und seine Mitmenschen effektiv heilsam unterstützen. Und letztlich geht es darum, geht es mir hinterher besser oder nicht? Oder greife ich hier irgendwie in Prozesse ein, wo man sagen kann, hast du dir das sozusagen im karmischen Prinzip überhaupt erlauben dürfen, das jetzt zu machen? Greifst du dann Prozesse ein? Schummelst du da nicht vielleicht? Also das habe ich während der Behandlung kurz mal hinterfragt und mit meinem Herzen abgeglichen und habe festgestellt, nein, das, was hier gerade mit dir passiert, ist so wunderbar, lass es bitte geschehen. Da bin ich sehr dankbar für.